Ich weiß, dass ihr das besser könnt. Und dann wollen wir mal sehen. Kunibert schwärmt weiter aus. Wenigstens haben seine Einheiten keinen Vorteil. In Wüsten. Die unabhängigen Einheiten ziehen. Ist ja nur noch einer. Heute ist es ziemlich regnerisch, Sir. Oft müssen eure... Ja, ich merke richtig, wie wir in der Wüste sind. Die Gespanne ziehen umher und versorgen unsere Truppen mit lecker Korn. Eure Order? Verstanden. So, wir nutzen mal die Straße. Eure Order? Verstanden. Zu Befehl. Auf in den Kampf. Und versuchen mit unseren Truppen nachzuziehen. Zu Befehl. Auf in den Kampf. Ja. Die Einheit hat einen Schatz gefunden, der eurer Kriegskasse sicherlich gut tun wird. Joker. Sehr schön. Na denn, jetzt aber. Gut. So gefällt mir das. Ja, das leider. Nein, du musst leider wieder raus. Tut mir leid. Ist Krieg. Zu Befehl. Auf in den Kampf. Milord, zu Befehl. Wahoo. Milord. Und weiter geht's. Zu Befehl. Ab in den Süden. So, wo will der hin? Und der hier. Also, wie soll ich sagen, die KI scheint jetzt nicht so unglaublich Bombe zu sein. Das scheint uns hier massiv zum Vorteil zu gereichen. Und ich meine, okay, es ist ja auch erst die zweite Mission. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viele es eigentlich gibt. Habe ich vergessen. Ja, Katapult. Bauern. Schickte durch die Wüste. Und Ritter in ihren schweren Rüstungen, die ersticken doch eh. Ja. So wie bei den Kreuzzügen. Irgendwie die Hälfte. Ist der Hitzschlag gestorben oder so. Na, nicht ganz so krass, aber also es gibt richtig Abhandlungen darüber, dass das halt gerade auch bei Richard Löwenherz, dass sein Heer ja durchaus extrem gut ausgerüstet war, auch besser ausgerüstet war als die Truppen vor Ort, aber das war halt alles viel zu heiß. Und die hatten bei weitem nicht genug Wasser. Weil, naja, wenn man sich vorstellt, man hat so eine glänzende Metallrüstung an, die heizt sich richtig auf. Also mindestens 15 Grad wärmer, würde ich denken, als das, was die Sarazenen und Araber halt anhatten. Und naja, das ist ja kein Wunder, dass der verliert. Gut, zwar nicht in Akko, aber egal. So. Er ist jetzt auch angekommen. Nur ein Zug hinter mir. Milo. Ah. Zu Befehl. Entschuldigung. Oh, vorbei. Achso, aber hier sieht man mal, also man kann auch auf die einzelnen Sachen raufklicken und dann sieht man, wie viel Bewegungspunkte das den jeweiligen Einheiten kostet. Und da sehen wir ja auch, warum sind die alle so langsam. Ja, die Bauern brauchen 4, Soldaten 4, Ritter immer noch 2, Schützen 3, 5. Und was ist hier? 3, 2, 1, 2, 4 und Straße. Na, da braucht immerhin das Katapult auch nur 3. Na gut. So viel bringen dann die Straßen aber echt. Mhm. Die siegreichen Truppen nehmen den Ort. Das sind meine Truppen. Mhm. So kenne ich sie, so will ich sie. Zu Befehl. Zu Befehl. Auf in den Kampf. Richtig. Aber noch ist gar nicht Kampf. Noch ist alles gut. Eure Order? Verstanden. Eure Order? Verstanden. Zu Befehl.
Auf in den Kampf! So, nehmen wir mal kurz ein. Zu Befehl! Laufen dann auf weiter. In den Kampf! Und ziehen unsere Truppen auf nach. Auf in den Kampf! Und die Bauern. Die ja immerhin die billigste Einheit sind. Also, ihr habt ja gesehen, die meisten kosten 350, die Bauern kosten nur 250 und das kann schon ganz interessant werden. Dann irgendwann so mit Massen von Bauern um sich zu schlagen. Da oben. Eure Order? Wir fangen mal verstanden. An. Verstanden. Mehr als... Oh. Und jetzt komme ich nicht mehr rein. Verdammt. Eure Order? Doch, ja. Verstanden. Wahoo! Die siegreichen Truppen nehmen den Ort ein und übergeben ihn eurem Besitz. Wir haben die Stadt eingenommen. Ortsstatus. Name Stadt. Ja gut, schade, dass die Städte keinen Namen haben. Ich meine, da gäbe es ja viel Auswahl. Aus Fantasy und aus allem anderen. Großartig. Na dann, wenn wir jetzt hier sowas haben, dann wollen wir doch erstmal... Und... Na komm, Lazarett und boah, so. Gut. Bah. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das hat gut geklappt. Das hat wirklich gut geklappt. Na, denn Kunibert, zeig mal, ob du was gegenhalten kannst. Und hör auf, uns mit deinen Pferdchen zu langweilen. Warum nimmt er das nicht ein? Ist ja jetzt nicht so, als wenn das nicht auf dem Weg gelegen hätte. Ach, da ist ein Bauer drin. Ja, beschäftige dich ruhig mal mit dem. Finde ich gut. Besser, als wenn du dich mit mir beschäftigst. Und das Katapult kommt auch nicht vom Fleck. Isle of Moon ist am Zug. 250 Goldstücke, 1200 Scheffelkorn. Da könnte man glatt überlegen. Ich meine, hier gab es ja auch, hier, na, komm, zieht die Ziegespanne. Hier gab es ja auch die Möglichkeit, Korn zu verkaufen. Für wie viel eigentlich? Momentan erhaltet ihr für 20 Scheffel Korn einen Goldtaler. Wie viele Scheffel wollt ihr verkaufen? Und wir haben 4000, das heißt, wir würden für 2000 Scheffel Korn gerade mal 100 Goldtaler kriegen. Ja, nee, danke. Nee, das will ich nicht machen. Da ist mir das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gut. Eure Order? Verstanden. So, mit dem hier bearbeiten wir mal den Ritter da drinnen. Uno. Due. Ah, das war's schon. Wunderbar. Eure Order? Einnehmen. Eure Order? Verstanden. Sehr gut. Und Ritter kaufen. Wahaha. Wir sind so gut. Zu Befehl. Auf in den Kampf. Unsere Soldaten, würde ich sagen, machen sich bereit. Der Bauer macht sich durch die Wüste auf hier zum dem Bauernhof, würde ich sagen. Okay. Nennt uns euer Ziel akzeptiert. Na dann, ich wollte schon immer hier große 50 Katapulte haben. Die hauen bestimmt mächtig rein. Verstanden. Eure Order? Verstanden. So. Na dann. Obwohl, nehmen wir die beide wieder rein. Und lass verstanden. Den kommen. Ich meine, der steht jetzt gerade im Hintertreffen. Milord, zu Befehl. Jetzt hätte ich die beinahe vergessen. Hier war noch ein Bauer drin, nicht wahr? Na komm, den schicken wir hier rüber. Zu Befehl. Und auf in den der Kampf. Soldat ist so die unsere Backup Force. Aber das wird echt knapp hier. Puh, mal gucken. Naja, den muss
Der muss jetzt dieses Gebiet hier kriegen, sonst hat er verloren, bin ich der Ansicht. Wir haben jetzt eine Stadt, wir haben schon das Landgut, zwei Dörfer. Er kann sich oben zwar noch das Dorf einnehmen, aber... Obwohl, er hat hier auch noch das Dorf. Also, naja, mal gucken. Lassen wir den Kunibert mal ziehen. Lassen wir ihn mal überlegen, was er denn noch gegen unsere unglaublich taktisch herausfordernden Kämpfe machen kann. Das Wandern ist das Müllerfest, das Wandern ist das Müllerfest, das Wandern. Lauf nicht an mir vorbei, als wenn ich nicht da wäre. Sack. Jetzt geht er zurück. Also, nee, die KI ist nicht die beste. Naja, aber wahrscheinlich hat man sich gedacht, damals, was gab's damals für Computer? 100 Megahertz? Vielleicht? Naja, lass doch mal zurückrechnen. 2004 oder so kamen, glaube ich, 3 Gigahertz Sachen raus und dann 3 Jahre vorher gab's also davon ein Viertel, also 750. 3 Jahre davor, das war dann 99, das gab's dann davon wieder ein Drittel, also... Quatsch, ein Viertel, also 200, 100, 175. Ja, nicht mal, dann ist das ja noch viel weniger. Dann waren das ja höchstens 1994, 50 Hertz, 50 Megahertz. Gut, da haben sie sich wahrscheinlich gedacht, wir können nicht so lange rechnen und da muss die KI irgendwie besonders hoch, Entschuldigung, da muss die KI dann irgendwie langsamer arbeiten, also beziehungsweise bewusst. Eure Order? Nicht schnell. So, wir verstecken uns im Baum. Eure Order? Verstanden. Und schießen jetzt den ab. Los, nochmal. Siegreichen Truppen. Eure Order? Verstanden. Milord? Okay, das ist eine zweite Rittereinheit. Der wird gleich mal hier drüben die Bauernhütten einnehmen. Achso, da wollten wir ja eigentlich den hier hinschicken. Ich weiß, du bist jetzt extrem enttäuscht von mir, aber tut mir leid. Mhm. Danke, dass du die Entschuldigung annimmst. Superpehl! Ja, achso, welcher war jetzt der 50er? Du bist der 50er. Superpehl! Das heißt, ich würde sagen, dich nehmen wir hier mit in nach den Kampf. Oben. Superpehl! Du gehst in den die Kampf. Stadt... Und unsere beiden 50er. Eure Order? Nehmen mal die da oben auseinander. Würde ich sagen. Verstanden! Und mit dem Rest. Machen wir dann Milord, weiter. Zu Befehl. Milord? So. Zu Befehl. Am Wald entlang. Weiter. Hier nach Süden. Okay, ich gebe jetzt lieber kein Geld aus, damit ich dann, wenn ich da Superpehl. Unten was eingenommen habe, direkt auf in den Kampf. Dort rekrutieren kann. Wollt ihr euren Zug beenden? Ich geb's mal ab. Ich hab heute einen guten Tag. Schneller, Kunibert. Sonst will ich meinen Zug doch nicht beenden. Was getrunken? Beurteilt.